Man sagt, Sie sind die Einzige für diesen Job. Sie müssen das Unmögliche für mich erledigen. Wonach suche ich? Die Summe all meiner Sünden. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Mit mir im Studio die Kate. Hallo Kate. Hallo. Oder Chris. Hallo Chris. Hallo. So, wir haben jetzt alle schnell noch in dem Bus zur Sendung die Hausaufgaben gemacht und jetzt kann es losgehen. Weil es ist ein bisschen verwackelt. Wir haben in der Sneak Preview einen der Top-Filme, Top-Kinostarts der nächsten Wochen gesehen, nämlich Verschwörung. Originaltitel The Girl in the Spider's Web, was mittlerweile die zweite, wie beschreibt man das jetzt am besten, das zweite US-Remake der Stieg Larsson-Trilogie ist, die ja sehr erfolgreich war. Also die Originaltrilogie und der erste Teil wurde von David Fincher gemacht, der hieß The Girl with the Dragon Tattoo. Und jetzt gibt es den zweiten Teil, den macht aber nicht mehr David Fincher, sondern hat Fede Alvarez gemacht, den wir auch mal in der Sneak hatten mit dem Evil Dead Remake, der eigentlich da ziemlich überzeugt hat, finde ich. Und die Lisbeth Salander wird auch nicht mehr gespielt von Noomi Rapace, sondern ist jetzt Claire Foy. Die anderen Darsteller, ich weiß nicht, war da irgendjemand Bekanntes dabei? Die eine hat man, glaube ich, mal in so einem, was war das, niederländischen Film gesehen, komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Muss ich mal nebenbei noch hier aufrufen. Weil ist doch für diese Benelux-Filme bist doch du der Experte. Ja. Nee, wenn ich mich recht erinnere, war das eine, wo du gesagt hast, die hat dir auch gefallen. Ja. Lass mich mal gucken. The Girls. Jetzt aber. Was ist denn hier los? Ja, jetzt müssen wir aber alle mal hier nochmal gucken. Also. Warum ist denn IMDb so langsam hier? Nur bei dir. Nur bei mir? Natürlich. So, wie Silvia Höx. Genau. Aha. Hat die nicht gefallen? Kennt man die? Ich überlege gerade, welche Rolle die hat. Camilla Salander. Das war die Schwester. Die ja, Blende, jetzt, ja ich, aber oder? Nicht in dem Film. Also die ist ganz nett, ja, aber nicht in dem Film. Ja, Entschuldigung. Hat man die doch schon mal in der Sneak, kann ich mich erinnern. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Die war in Blade Runner dabei, in Blade Runner 2049. Oh, auch nicht schlecht, ja. Auch sehr gut. Na, auf jeden Fall jetzt hier in Verschwörung. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, weil ich kenne nämlich die Original-Trilogie, dass ich nicht durcheinander komme, weil die waren sehr, sehr ähnlich. Manche Sachen waren aber anders. Also Lisbeth Salander wird auf jeden Fall... Nee, wie war das jetzt? Wie fing das jetzt eigentlich an? Es fing an mit dem Typen, den sie da an die Decke hängt. Ach genau, sie wird so zur Rächerin. Das ist aber, glaube ich, im Trailer zu sehen, ne? Ja. Mhm. Sie rächt immer irgendwelche Frauen, weil das erfährt man auch im ersten Teil, nämlich, dass ihr übel mitgespielt wurde. Und sie nimmt dann für sich selber Rache und jetzt in dem zweiten Teil nimmt sie dann auch für andere Rache, die es selber nicht können. Und wie war das nur? Wie kam die dann hier, wie kam das dann, dass sie da verwickelt wurde in dieses Ganze? Also, sie hat einen Auftrag angenommen. Sie sollte ein geheimes Dokument, Regierungsdokument stehlen, um damit es nicht in falsche Hände gerät. Und dadurch kam sie in diese ganze Sache rein. Also genau, das geheime Dokument ist ein Programm, aber... Ja, dann eben dieses geheime Programm. So. Genau, sie sollte das Programm von irgendeinem Regierungsserver stehlen und das war irgendwie so, dass das nur verschoben werden konnte, aber nicht kopiert und, ja, genau. Und auch nur mit einem bestimmten Code kann das geöffnet werden und den hat sie erstmal nicht und sie findet aber dann raus, wie man dieses Programm öffnen kann, wer den Code hat und ja, beschützt dann diese Person und dann sind dann mittlerweile ziemlich viele ihr auf der Spur und dann kommen auch noch welche aus der USA von
weiß nicht, NSA oder so ist da, glaube ich, begibt sich auch nach, wo spielt das überhaupt, Norwegen? Stockholm? Stockholm. Okay. Erik, du bist überhaupt nicht vorbereitet, kann es sein? Ich bin da nicht. Nicht vorbereitet. Vielleicht für die Hörer da also draußen, Schweden. Wir haben gerade eben ja den Anschiss kassiert wegen dem Hausaufgaben machen, ne? Aber ich habe schon wieder die Hälfte vergessen von dem Film, weil das irgendwie so vermischt sich dann mit den anderen, weil ich weiß jetzt eigentlich schon, was danach passiert, das ist mein Problem. So, also die Story ist ja sehr, sehr ähnlich mit der originalen schwedischen Trilogie. Und deswegen, da sind jetzt so viele Sachen, die über die drei Filme drüber hinweggehen. Und deswegen will ich auch nicht zu viel erzählen. Ja, ja, auf jeden Fall Neuauflage. Waren viele Sachen, teilweise Szenen waren fast die gleichen wie im Original. Ich habe noch mal ein bisschen durchgescrollt hier durch die DVD. Einfach mal ein bisschen durchgeskippt. Und da waren wirklich Szenen, die waren wirklich fast gleich, 1:1 fast. Nur halt eben mit ein bisschen mehr Budget abgefilmt und halt die andere Hauptdarstellerin. Dadurch wird es halt keine so richtige US-amerikanische Trilogie von Stieg Larsson, weil ja weder der Regisseur noch die Hauptdarstellerin bleiben dieselben. Das ist irgendwie ein bisschen komisch dann, dieser Wechsel. Aber ich fand, die Noomi Rapace, der habe ich die Rolle irgendwie nie so richtig abgekauft von der Lisbeth Salander, während der Claire Foy, die spielt das so sehr zurückgenommen und sehr, sehr still. Der habe ich das eigentlich so die ganze Zeit richtig gut abgekauft. Die fand ich sogar die bessere Besetzung. Aber still trifft's. Ich finde, der Film hat in meinen Augen gepunktet durch die Stille. Weil hier werden teilweise ganze Szenen dargestellt, ohne dass jemand ein Wort spricht. Ja? Da wird nur per Mimik und Gestik und quasi die Dramatik an sich spricht für sich. Und das fand ich bei dem Film total gut. Die haben sich nicht in unnötigen Dialogen verhangen, sondern haben einfach auch mal die Stille für sich sprechen lassen. Das fand ich echt cool. Da musste ich jetzt gerade kurz grinsen, weil bei diesem sich verständigen ohne Sprache und Dingsen musste ich an die Family Guy-Folge denken oder für die Family Guy Star Wars-Reihe denken. Musste sich minutenlang nur zunicken. So. Entschuldigung. Ja, aber es ist schon, ja, die durchaus Stille und dieses wenige Reden tat dem Film, glaube ich, ganz gut, ja. Ja, das heißt ja, in den Originalfilmen, da ist es ja noch viel mehr entzerrt. Hier ist es ja schon sehr, sehr gerafft, die Geschichte. Die Originaltrilogie, die ist da sehr, sehr viel ruhiger. Das ist halt so ein typisch skandinavischer Thriller, wo halt wirklich, ja, sehr, sehr ruhig inszeniert ist und so. Deswegen, also so rein vom Kinoschauwert finde ich die neuen Sachen natürlich besser, weil die ein bisschen mehr auf den Punkt sind. Aber jetzt dieser Wechsel, ich weiß auch noch nicht so ganz, ich bin mir auch noch nicht so ganz im Reinen, wie ich jetzt mit dem neuen Film Verschwörung, was ich so richtig von dem halten soll, weil da gab es Momente, die waren richtig gut und dann gab es wieder Momente, die waren nicht so gut. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie hätte ich den Film gesehen, wenn ich vorher die Originaltrilogie noch nicht gesehen hätte, weil da waren ja wirklich einige Story-Twists drin und einige Entwicklungen, die ich halt schon kannte. Und ich saß halt wirklich nur drin, dachte ich, ah, okay, jetzt kommt das, alles klar. Wenn ich da jetzt drin gesessen hätte und hätte es vorher noch nicht gewusst, dann hätte mich das dermaßen überrascht. Dann hätte ich gedacht, wow, was ist das jetzt und wie geht's jetzt weiter? Und so hätte ich viel mehr mitgefiebert. Ah, so war ich so ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht. Also quasi wie ich, weil ich kenne die Vorgeschichte, die vorigen Filme nicht. Ja, ich weiß halt auch nicht so recht. Jetzt gerade auch im Nachgang, also als ich in dem Film und danach fand ich den eigentlich ganz gut, aber irgendwie hat er jetzt so über die Woche bei mir ein bisschen nachgelassen, der Film. Ich habe teilweise schon viele Sachen vergessen, die jetzt hier drin waren und war mir jetzt eben auch gar nicht mehr sicher, welche waren jetzt hier drin und welche waren in dem Originalfilm drin und so. Sehr schwierig irgendwie für mich jetzt. Wie fandet ihr es so? Geht mir eigentlich relativ ähnlich. Also aus dem Kino raus und so, ja, es war schon ganz cool, aber jetzt so im Nachgang so ein bisschen sacken lassen. Weiß auch nicht. Da
ist jetzt nicht so viel wirklich noch hängen geblieben. Also ich fand sie eh ein bisschen overpowered, was sie ja alles konnte. Also nicht nur, dass sie da die Mega-Mods-Hackerin war, nee, sie konnte ja auch noch das und dann konnte sie auch noch mit Waffen und dann war sie auch noch da und hier und da. Und es war schon so eine verkappte Superheldin so ein bisschen und ja, weiß auch nicht, es ist schon düster und alles, nur ich habe auch bei der Bewertung vorher nochmal echt, ich habe es erst jetzt bewertet und habe da echt geschwankt dann und habe jetzt allerdings mehr gegeben, als es eigentlich ist und deswegen, weiß auch nicht. Kate, was meinst du? Also mir hat er gut gefallen. Ich kann jetzt den ersten Teil nicht, weil ich kein Fan von Daniel Craig bin und das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Zudem gefällt mir die Synchronstimme von Nuri Paz nicht. Die ist immer so quietschig. War schon bei What Happened to Monday so. Das fand ich irgendwie nicht so. Deswegen bin ich komplett keine Ahnung, was vorher mit der Frau passiert ist, mit der Darstellerin, mit der Rolle. Ich fand den Film echt gut. Also ich meine, wir saßen da drin und wir hatten, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit Erik geht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film 2 Stunden geht. Ja, sondern dass der, ich finde, ich fand, der ging sehr schnell rum, der war immer irgendwie spannend und irgendwie Action und ja, ich fand den echt gut. Okay, ich habe nach 1 Stunde zum ersten Mal aufs Handy geschaut, auf die Uhrzeit. Das heißt bei dir das, sehr viel. Nee, das ist, wenn du erst nach einer Stunde aufs Handy guckst. Ja, dann habe ich gedacht, wie lange geht er noch? Das ist das Problem an der Sache. Ja. Ja, wenn ich mich da richtig erinnere, in dem ersten Teil, da war es halt so, dass sie halt eine normale, in Anführungszeichen normale Hackerin war und bei weitem noch nicht so viel Power hatte und erst dann durch das, was ihr so widerfährt und wo sie sich halt wehren muss, dann halt wirklich erstmal anfängt, da selbstbewusster zu werden und ja, auch zurückzuschlagen. Also auf jeden Fall würde ich sagen, den ersten Teil nochmal gucken irgendwie. Ich fand den auch nicht schlecht, also trotz oder wegen Daniel Craig, keine Ahnung. Also ich habe mir damals geschaut, weil der mit im Oscar-Rennen war, der hatte ja irgendwie eine Nominierung, ich glaube sogar bester Film oder so, wenn ich mich recht erinnere. Oder beste Nebenrolle, Numira Pers, weiß gar nicht mehr. Deswegen hatte ich den sowieso mitgeschaut gehabt. Es gibt ja viele, die diese Originals, die Glasshorn Millennium Trilogie ziemlich feiern. Also die, ich habe die ja damals auch geschaut, aber es ist halt vom Erzählrhythmus. Ich mag so dieses, ja, dieses skandinavische, dieses langsam Erzählte mag ich halt nicht so. Diese langsam, bis es dann auf den Punkt kommt und dann hier und dann fahren sie noch dahin und alles so düster und grau und so. Deswegen, ich finde so rein vom Sehen her, finde ich die Remakes besser. Und ja, ich hätte wahrscheinlich die Original Millennium Trilogie nicht gucken sollen, dann wäre ich jetzt viel geflashter gewesen von dem Film. Deswegen, ich habe dem Film 7 Punkte gegeben und sehe auch, dass ich damit so, obwohl hier bei uns in der Gruppe geht's, aber so insgesamt kommt der relativ schlecht weg. So, wenn man so schaut, was der in den einzelnen Foren und Webseiten so für Kritiken bekommen, das ist schon teilweise ganz schön übel. Ja, ist das so? Ja. Ja, wie gesagt, ist. Also ich sag's mal so, also punktemäßig war ich jetzt am Ende tatsächlich bei 6,5, aber habe dann doch 7 gegeben, weil ich ja aufgerundet habe. Aber vielleicht sind es dann doch eher 6. Ich ändere auf 6. Wegen Erik und weil er auch gesagt hat, dass die Stimmung in der Gruppe so schlecht ist. Ich lasse mich jetzt anstecken. Mal sehen, wie dann Verdammnis wird und wer den dann dreht. The Girl Who Played With Fire. Kate, was hast du gegeben? Du hast bestimmt die beste Wertung bei uns. 8. 8? Ja. 8. In der Gruppe hast du 9, aber egal. Nee, 8. Nee, 9. Ich habe gerade geguckt. Nee, 9 steht bei mir. Hast du es gerade geändert? Hier steht noch 9. Nein, 8. Bei 9. Mir steht 8 auch. Also. Ich schicke dir einen Screenshot hier. Ich also bei mir steht auch 8 geändert. Ich bin auch dass du es weißt. Warte, Kontakte. Nee. Aber du hattest 9, oder? Nein. Ich habe die ganze Zeit 8 gehabt. Okay, Entschuldigung. Mensch, heute ist aber hier Stimmung im Laden. Hat jemand ein ähnliches Bild wie du? Keine Ahnung. Ja, warte mal, ich mach mal Refresh. Mal gucken, ob sich das jetzt
sich da was tut. Jetzt hast du 8. Stimmt. Eben hat sie noch 9. Ich habe einen Screenshot gemacht. 8. Ja. 8. Na gut. Also durchwachsen hier. Verschwörung. Es hatten ja auch einige andere in der Sneak. Hätte ich nicht gedacht, dass der so in die Sneaks kommt, weil der ist so breit beworben. Ich dachte eigentlich, es wird so der nächste richtig große Kracher, aber wahrscheinlich war sich die Filmfirma jetzt auch nicht so sicher und hat gedacht, sie schickt ihn mal durch die Sneak Previews und guckt mal, ob da ein bisschen Hype entstehen kann. Na ja, mal schauen. Was ist denn der Tipp für morgen, Chris? Für die Sneak Nummer 975 lautet der Tipp, manchmal muss man sich halt einfach durchschlagen. Und sind da schon Hinweise eingegangen, Kate? Ja, selbstverständlich. Es wurde einmal getippt Anna und die Apokalypse. Dann wurde auch getippt Aufbruch zum Mond, der läuft aber schon, deswegen kann der nicht kommen. Und dann hast du noch fleißig getippt, Erik. Und zwar hast du auf 100 Dinge getippt. Könnte ja sein, ne? Weil, was war der Tipp? Manchmal muss man sich halt einfach durchschlagen. Klar, die ja, müssen ja 100 Tage lang ohne Sachen auskommen, ne? Und kriegen jeden Tag nur ein Ding wieder. Mhm. Dann hast du noch Widows getippt? Ja, der wurde ja letzte Woche schon getippt, wenn ich mich recht erinnere, oder die Woche davor. Aber hier geht es auch irgendwie um Witwen von Bankräubern, die den unvollendeten Bankraub von ihren Männern, die halt während des Bankraubs verstorben sind, da erschossen wurden, dann jetzt zu Ende bringen wollen. Und die müssen sich halt da irgendwie durchschlagen, weil die Männer sind halt nicht mehr da. Könnte sein. Okay. Und bei Gegen den Strom? Ach, was war das? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Gegen den... Ich glaube ja, du hast es nur getippt, weil da eine Bogen schießt. Nee, da geht es um eine Umweltaktivistin, genau. Die kämpft mit Sabotageakten gegen die Industrie, also die sabotiert dann irgendwelche Stahlwerke und sowas und die muss ich dann halt irgendwie durchschlagen. Ja, aber wer weiß, ich denke mal, die anderen zwei oder vielleicht dieser Anna und die Apokalypse, was ja so eine Art Shaun of the Dead als Musical sein soll, obwohl das wäre sehr abgefahren für die Sneak Preview, finde ich. Mal schauen. Ihr wart ja noch mal im Kino. Nicht nur in der Sneak, sondern noch was anderes geschaut. Was habt ihr denn geguckt? Ja, der Chris hat sich aufgeopfert mit mir in den Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen zu gehen. Der zweite Teil von Fantastische Tierwesen. Und wo sie zu finden sind, war der erste. Jetzt ist der zweite Teil. Im ersten Teil lernen wir Newt Scamander kennen, der Forscher ist, also der ist so magische Tierwesen tut er erforschen, Zoologe quasi, und der trifft in New York auf einige Mitstreiter und muss da sich ein bisschen durchkämpfen, und am Ende des Films wird Gellert Grindelwald enttarnt und verhaftet. Gellert Grindelwald ist zum damaligen Zeitpunkt einer der größten bösen Magier, die es gibt. Das Ganze spielt irgendwas um die 1934 oder sowas. 30, ja. Irgendwie sowas, ja, genau. Und jetzt im neuen Teil ist es so, dass Grindelwald, wurde ja verhaftet, aber ist auch kein Geheimnis, ist auch kein Spoiler, er entkommt. Er flieht aus den Fängen, noch bevor er ins Zaubereigefängnis gebracht wird, flieht er mit Hilfe von anderen, die ihm wohlgesonnen sind. Und Newt soll Newt wird gebeten von keinem geringeren als Albus Dumbledore nach Paris zu reisen und Grindelwald zu finden und zu helfen, ihn zur Strecke zu bringen. Oh, Paris, und das tut er dann auch. Ja. er reist also nach Paris, trifft dort auch wieder auf ein paar altbekannte Gesichter aus dem ersten Teil, und alle zusammen versuchen dann, Grindelwald irgendwie aufzuhalten. Ob das passiert oder ob das gelingt und wie das gelingt oder ob das nicht gelingt, das verrate ich natürlich nicht. Was wir auf jeden Fall wieder haben, ist süße und gruselige Tierwesen, weniger wie im ersten Teil,
weil jetzt die Hauptstory ja um Grindelwald sich dreht. Wir haben einen fantastischen Jude Law als Albus Dumbledore und auch Grindelwald himself wird sehr gut dargestellt von Johnny Depp, wobei ich nicht so hundertprozentig einig bin mit dieser Besetzung. Aber kann ich drüber wegsehen, weil er macht es ganz gut. Spielt alles in Paris. Ist ja cool. Ja. Also wir haben zwischenzeitlich, gibt es einen Exkurs nach Hogwarts. Wir sind auch mal wieder in Großbritannien in Hogwarts unterwegs. Sowohl mit Rückblenden als auch in tatsächlicher Person. Also hauptsächlich spielt das Ganze in Paris. Der ganze Film. Ist das die heutige quasi. Zeit oder ist das irgendwie so eine... Nein. 1930. 1930, okay. Das spielt um die 50 Jahre vor den ganzen Harry-Potter-Geschichten. Ah. Ja, also Jude Law spielt den jungen Albus Dumbledore. Ja. Und es tauchen wieder ein paar altbekannte Namen auf. Es tauchen Namen auf, mit denen man nicht rechnet, die man aber schon aus dem Harry-Potter-Universum kennt. Es tauchen Figuren auf, mit denen wir nicht rechnen. Es gibt Verwicklungen und Entscheidungen, die vielleicht vorhersehbar sind, vielleicht auch nicht, wo man sich vielleicht die ganze Zeit hofft, nein, bitte nicht, und da passiert es doch anders. Es gibt Twists, es gibt ein schockierendes Ende, muss ich sagen. Hatte ich nicht mit gerechnet. Aber es ist tatsächlich, ich sage es ganz ehrlich, ich als großen Fan dieser ganzen Welt, es ist ein Film für uns. Also jemand, der diese ganze magische Welt um Harry Potter und diese ganzen Verwicklungen und Verstrickungen nicht kennt, ist es schwer, dem Film zu folgen oder den Film gut zu finden und zu sagen, oh, das ist ja cool und hier, hast du das gehört? Oh Gott, da kam jetzt der Name und oh Gott, taucht die auch auf. Das passiert halt nur, wenn du die Welt kennst. Und wir haben sehr, sehr viel Fanservice in dem Film. Ich persönlich fand ihn super. Mir hat er richtig gut gefallen. Er war spannend, er war actiongeladen, er war düster. Er war wesentlich düsterer als die ersten. Das passt halt zu David Yates, der den auch diesen wieder inszeniert. Der hat auch die letzten, einige der letzten Harry Potter Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob die letzten drei oder die letzten vier sogar. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und die waren ja auch um einiges düster wie die ersten Teile. Aber ach, ich feiere den Film wirklich. Ich muss ihn unbedingt nochmal sehen, weil ich glaube, dass mir ganz, ganz viel entgangen ist. Aber wie gesagt, da spricht ein wahrer Fan dieser ganzen Welt. Bin da absolut voreingenommen. Ich glaube, der Chris, der da nur so ein bisschen von dieser Welt kennt und ab und zu mal was von Harry Potter und so von mir mitbekommt und den ersten Teil schon mit mir angucken musste, ich glaube, der hat da eine andere Sichtweise. Ja, das ist jetzt mal spannend zu hören. Mal gucken. Definitiv. Also ich habe ja den ersten Teil auch gesehen, habe damals gesagt, oh ja, der war doch eigentlich ganz nett, viele neue lustige Ideen, die Tierchen sind alle ganz cool und so, da lässt sich bestimmt was draus machen, aber der Film biegt halt eine ganz andere Richtung dann ab jetzt, erzählt halt dann diese Geschichte. Ich bin irgendwann wirklich halb ausgestiegen, also es ist nicht schlecht gemacht, es ist bestimmt auch ganz, ganz toll erzählt und wie es Kate gesagt hat, brutalst viel Fanservice wohl drin. Ich habe also echt manche Sachen so in da werden irgendwelche Namen genannt und das halbe Kino macht und ich sitze dran. Hä? What? Na und? Und dann nächste Szene und wieder einer und oh! Und ich sitze nur da so, hä? Also es war ein bisschen befremdlich. Nett auch wieder die Tierwesen, wo drin sind, da die paar nette Ideen, aber nicht im Endeffekt nichts Neues, was einem wirklich weiterbringt, fand ich. Die Schauspieler, also cool besetzt ist er. Johnny Depp ist ganz cool, auch wenn er echt ein gruseliges Auge hat. Eddie Redmayne, finde ich super. Jude Law habe ich ein bisschen gefeiert, nur auch was ich jetzt halt auch schon im Internet rausgefunden habe, ist, die Alterung in den nächsten 11 Jahren von Dumbledore wird ein bisschen arg krass wohl werden, aber das ist ja egal. Dan Fogler fand ich auch ein bisschen blass im Vergleich zum ersten Film.
um nicht fast zu sagen, fast schon fehl am Platz auch, weil es für mich halt ein paar Szenen auch gab, die sich irgendwie für mich nicht so ganz erschlossen haben. Also da waren Wechsel drin, wo man plötzlich dann auch auf einem Friedhof auftaucht und plattes und. Ja, aber das wird am Anfang erklärt, die sind da auf so einem Tierwesen drauf und nutzen das, um wo wegzukommen. Und die sind ja alle in dem Koffer. Newt ist auf diesem Tierwesen drauf, um das zu steuern, quasi zu reiten, in Anführungsstrichen. Ja, wie so ein. Ja, und dieses Tierwesen wird am Anfang erklärt, kann diese weiten Sprünge von Ort zu Ort machen. Ja, also quasi wie das Apparieren bei den Magiern, kann dieses Tier das innerhalb von Sprüngen, also im Laufen machen. Und so sind die von A nach B gekommen. Die waren alle in seinem magischen Koffer. Deswegen waren die alle zur gleichen Zeit angekommen. Ja. Verstehst du? Ja, klar. Verstehe ich. Deswegen auch der Koffer dann da und da alles. Aber lustigerweise, alle treffen sich genau rechtzeitig auf diesem Friedhof und was dann weitergeht. Also so ganz, ganz passend. Ja, ist doch aber immer fand so. Ich die computeranimierten Szenen schon cool gemacht, aber auch teils ein bisschen unübersichtlich. Vor allem am Anfang wirkt es für mich alles so ein bisschen so, wow, vielleicht werde ich langsam alt, kann auch sein. Nur das hat so auch ein bisschen Abzug bei mir bekommen dann einfach. Und ja, so völlig raus aus dem Film mit, wow, der war jetzt cool, bin ich nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Weil dazu hat mir irgendwas gefehlt, aber ja, wenn es tatsächlich noch drei weitere Teile geben soll, weil es sollen ja 5 Teile werden, boah, da müsste sich jetzt im die nächsten jetzt Kino gewaltig anstrengen. Schon gesichert. Ja, also ich nehme dann beim nächsten Mal jemand anders mit. Wenn ich mal was fragen darf, ich hab nur den Trailer gesehen, weil ich muss erstmal bei Harry Potter aufschließen, da bin ich jetzt erst beim dritten Teil. Ich habe die alle aufgenommen hier bei Sky. Lies die Bücher, die sind besser. Ich fange wohl jetzt an, Bücher zu lesen. Die kann er nicht in anderthalbfacher Geschwindigkeit machen. Die sind aber wirklich viel besser. Detailgetreuer. Ich habe damals sogar das erste Buch. Ich hatte damals eine Freundin gehabt, die hat in England studiert und die hat damals das Buch mitgebracht, das allererste. Da kannte das hier noch keiner. Da hat sie hat das nämlich auf Englisch gelesen. Dann habe ich da ein bisschen reingelesen gehabt sogar. Das Buch war aber auch nicht so für mich ungefähr. Nee, ich will dann erst diese fantastischen Tierwesen gucken, wenn ich dann bei Harry Potter durch bin. Und ich habe den Trailer gesehen zu diesem neuen Film und der wirkt ab einem bestimmten Punkt totale Effektschlacht. Ist das dann im Film auch die ganze Zeit dann so, ab einem bestimmten Punkt, oder hält sich das so in Grenzen, weil das wirkte schon extrem, also fast so wie Transformers-mäßig da, so ganz viel. Wusstest gar nicht mehr, wo jetzt was rauskommt. Das hast du am Anfang bei der Flucht von Grindelwald, das ist nur mal so actiongeladen, dann gibt's zwischendrin mal eine Kampfszene und dann am Ende der Hauptkampf quasi. Okay. Ja, wobei die Kampfszene am Ende habe ich dann auch nicht mehr so ganz verstanden, weil fumm, 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 alles verschwindet irgendwie und ist dann doch da, keine Ahnung. Seltsam. Die Musik seltsam. Ist auch es ging ja darum, da? Ging in dem Teil ja, darum, dass Grindelwald seine Gefolgschaft vergrößern will und das nicht nur in Europa oder in Amerika oder in England, sondern auf der ganzen Welt. Und jetzt war er halt in Frankreich und hat sich dort die Anhänger umschaut. Er wollte jetzt aber keinen großen Endkampf anzetteln, sondern er wollte seine Leute um sich scharen, die ranholen, die noch, sagen wir mal, unentschlossen sind. Ja, hat quasi eine große Rede gehalten und hat die noch auf die Seite geholt, die wirklich wollten. Und die dann, die Auroren quasi, die Kämpfer fürs Gute, ja, die haben ja quasi den Zauberstab zuerst erhoben und nur deswegen wird dann irgendwie ein Endkampf draus oder sowas in der Art, ja. Aber eigentlich ging es ja ihm nur darum, seine Gefolgschaft zu vergrößern. Deswegen dieses Treffen. Falle. Ja, vielleicht. Falle. It's a trap. It's a trap. Ja, also, weißt du, ich gehe mal davon aus, dass am Ende von dieser ganzen Filmreihe, so wie bei den Harry Potter-Filmen, ganz am Ende, der letzte Teil, so wie bei Harry Potter, eine Riesenschlacht ist. So, das ist einfach.
Ja, was glaubst du, worauf es bei Harry Potter hinausläuft? Spoiler-Alarm. Du hast ja schon den dritten Teil gesehen. Ja, ja, noch weit entfernt vom Ende hier. Ich muss mich da eh manchmal ein bisschen kämpfen, dass ich den noch zu Ende gucke. Du musst guck, den vierten angucken, den dann geht's richtig ab. Ab dem vierten geht's richtig ab. Ja. Na gut, jetzt habe ich es bis hierhin ertragen. Jetzt kann ich noch. Naja. Die werden immer besser, die Filme. Weil die Schauspieler auch erwachsen werden. Ja, stimmt. Naja. Also, sie werden immer besser. Das kann ich unterschreiben. Weil der erste, der war wirklich nicht so besonders. Also rein vom filmischen, von den Effekten her. Ja, überleg mal, wie alt der Film schon ist. Klar, nee, ich ordne das ja auch ein, entsprechend in der Zeit. Ja. Ne? Es gibt auch Filme, die ja früher entstanden sind, die trotzdem besser aussehen irgendwie. Dann hätte man es halt lieber nicht machen sollen. Ja? Aber na gut. Ja. Funktioniert aber trotzdem ganz gut. Ich kämpfe zurück mich da zu jetzt, Grindelwald. Ich kämpfe mich da jetzt gerade so ein bisschen durch die ganzen durch, dass ich endlich mal auch hier mitreden kann. Naja, und wie sehen da so eure Wertungen aus? Bin ich ja mal gespannt hier. Ja, keine Ahnung. 5 von 5, 10 von 10. Du gibst 5? 100 von 100. 5 Punkte? 5 von 5, habe ich gesagt. So. 10 von 10 und 100 von 100. Eine 10, okay. Ja, volle Punktzahl. Wow. Und jetzt, Chris? Ich bin befangen. Ordne das mal ein hier. 6,5. Was? Also quasi wie Verschwörung. Ja, wobei Verschwörung ist inzwischen eigentlich bei 6. Wenn ich da den Vergleich ziehen müsste, dann Moment, ist es ja Grindelwalds Verbrechen. Ich habe hier Screenshots, die zeigen, dass du 7. Was interessiert mich mein Geschwätz von vorhin? Ja. Du gibst ihm nur 6,5 Punkte. Ja. Ich bin schockiert. Nein, für mich war es einfach, es wirkte teilweise einfach ein bisschen reingepresst. Die Leute, gerade der Muggel war, ich betone Muggel, ja, ich sage Muggel, wirkte für mich reingepresst. Der hat überhaupt nicht wirklich reingepasst in den Film. Das war einfach auch wieder so, ach, wir müssen ihn aber noch mit drin haben. Und das gibt da halt insgesamt Abzüge und halt, ja. Ja, den brauchen wir halt für Queenies Geschichte. Völlig unnötig. Nein, das wird, glaube ich, noch wichtig. Völlig unnötig. Ach, das wird später noch wichtig, alles klar. Ich glaube, dass Queenie später noch ganz schön wichtig werden könnte. Natürlich. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich kenne die Geschichte nicht, aber ich glaube schon. Ja, aber das ist okay, aber der Punkt ist halt eben, das habe ich aber auch schon gesagt, der Film ist, das habe ich jetzt, eigentlich wollte ich es extra weglassen, aber jetzt sagst du selber, der Film ist unglaublich vorhersehbar. Also wirklich unglaublich vorhersehbar. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Unglaublich vorhersehbar, dann kommen wir gleich zu meinem Film. Erik, ich werde es dir morgen mal in Ruhe erklären. Das stimmt nicht. Das passt auch zu meinem Film, den ich habe, nämlich Tomb Raider. Ich habe den 2018er Tomb Raider geguckt. Oh Gott. Und ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass mir jemand gesagt hat, oder verschiedene Leute gesagt haben, ist gar nicht mal schlecht, kannst gucken, ist gut. Weil ich ja jetzt, letztens hatte ich ja erzählt, ich hatte mir mal dieses, nicht das aktuelle Tomb Raider Spiel, sondern das vorhergehende gab es mal irgendwie für einen Fünfer irgendwo bei irgendeinem Keyshop zu kaufen. Und weil ich da jetzt so ein bisschen angetan war und irgendwo konnte ich mir den jetzt klicken hier. Und da habe ich jetzt den Tomb Raider von 2018 mal geschaut. Und also vorhersehbar trifft es ja wirklich. Also der Film, ja gut, ich muss mal ein bisschen zusammenfassen. Also Lara Croft ist klar, ne? Die lernen wir als eine coole junge Frau kennen, die ist so Fahrradkurierin, ne? Also kennt ihr noch diesen einen Film, wo da, wer war das, der so Fahrradkurier gespielt hat und innerhalb von kürzester Zeit irgendwie ganz viele Sachen ausliefern musste, so ganz actionreich hier. Wisst vielleicht, was ich meine. So ungefähr ja, fährt die auch. Weiß nur nicht mehr, wie der hieß. Ja, ich weiß da gerade auch nicht, aber war ein cooler Film. Ich komme heute auf nichts hier, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie die Aufnahmezeit. Premium Rush vielleicht? Ja, genau, der war gut. Hat man auch in der Sneak, oder? Kann ich nee. Nicht? Nee? Mit Joseph Gordon-Levitt. Nee, hat ja, er nicht. Ah, genau. Oh, Joseph Gordon-Levitt, so cool. Habe ich aber im Kino gesehen, ja. Jedenfalls, Alicia Vikander spielt hier die Lara Croft und die kennen wir ja, die war ja die bei Ex Machina, die Roboterfrau da. Und ja, sie spielt am Anfang wird das echt cool gespielt und dann kommt irgendwie so ein bisschen so eine Nebengeschichte mit rein, dass ihre Stiefmutter will, dass sie irgendwelche Erbschaftspapiere unterschreibt und wir erfahren dann, dass ihr Vater irgendwie verschollen ist und jetzt wohl für tot erklärt werden soll und sie soll das halt unterschreiben und da hängt wohl irgendwie ganz viel Geld mit dran.
Und in diesem Erbschaftsnachlass findet sie auch so ein Rätsel, was sie öffnet. Und da steht so ein Hinweis drin. Und sie begibt sich dann auch zu so einer Grabkammer von ihrem Vater und findet da die Möglichkeit, die zu öffnen und entdeckt eine geheime Tür in dieses, ja, wer das Spiel jemals gespielt hatte, weiß man ja, dass in diesem Croft Manor oder wie das heißt, dann gibt es halt diesen Raum, wo halt die ganzen Sachen drin sind. Und den entdeckt sie halt dann und findet dann raus, wo er gerade dran war, nämlich auf so einer Insel irgendwo mitten im Nirgendwo. Soll wohl irgend so ein MacGuffin sein, den er holen wollte oder irgendwas, ja. Und sie begibt sich dann irgendwo nach Singapur, glaube ich, zu so einem Typen, dem ihr Vater irgendwie $10,000 bezahlt hatte für irgendeine Reise auf diese Insel. Stellt aber dann fest, das war gar nicht der Typ, sondern der Vater von dem Typ hat ihr Vater eigentlich das Geld bezahlt, aber weil nichts anderes greifbar ist, nimmt sie sich halt den Typen und der hat auch zufällig ein Boot und dann schippern die da raus und fahren auf die Insel. Und dann, also vorhersehbarer geht's nicht. Es gibt dann auch noch so einen Stereotypen-Bösewicht, der, als er zum ersten Mal auftritt, weiß man schon, das ist der Böse. Da hat er sich noch gar nicht als der Böse irgendwie zu erkennen gehen. Alles klar, ich weiß Bescheid, ne? Ich meine, ist ja nicht der erste Film, den ich gucke, ne? Also, und wenn man die Spiele kennt, ne? Na jedenfalls, ja, dann, also bis hin zum Endkampf und dann sind es die üblichen Rätsel, die da gelöst werden müssen in dem Ding und ja, dann irgendwelche Türen, die sich verschieben und irgendwie da mal drücken und da was und das hätte so gut werden können. Der Anfang, der hat mir echt gut gefallen, wo die da so als toughes Mädel da mit diesen, als Fahrradkurierin und so und aber dann, was dann draus gemacht wird, wenn nachher die eigentliche Tomb Raider Story greift, das ist wirklich sowas von kein Arsch in der Hose, kein Mut bewiesen, kein Versuch mal irgendwie ja, was anderes reinzubringen da in die Geschichte, da war ich echt enttäuscht. Also, ja, gerade auch Alicia Vikander, die hat gut gespielt, aber die konnte halt an dem Drehbuch auch nichts mehr reißen. Dann, ja, leider, also von mir nur 6 Punkte. Also wer Tomb Raider sehr mag und wer jetzt noch keinen von diesen Filmen gesehen hat, da gibt es ja diverse hier mit Angelina Jolie oder so, der kann hier vielleicht mal reingucken, weil dann sieht er das halt mal auf der Leinwand und ja, in echt halt quasi, nicht nur auf dem Computerspiel, aber sonst nicht so empfehlenswert, dieser Film. Und ich nehme mal an, den Film Justice League, der ist auch nicht so empfehlenswert. Ja, vielleicht für den geneigten Hörer da draußen, wir haben ja zur Vorbereitung ein kleines Dokument und ich habe jetzt mal reingeschrieben, 5 Minuten von Justice League. Das ist mir diese Woche wirklich passiert. Ich bin heimgekommen, habe kurz den Fernseher eingeschalten. Und da lief auf Sky Justice League. Und ich so, könnte man eigentlich auch mal programmieren, wenn der kommt. Hab den jetzt auch programmiert, aber hab da noch 5 Minuten reingeguckt. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ey? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Alter Schwede, also es hat angefangen mit einem Unterwasserkampf, wo ich eingeschalten habe, von Aquaman, also von Jason Momoa. Ja. Und das fand ich schon so, okay, kann man machen, ist vielleicht ein bisschen... Und dann kam Ben Affleck als Batman, der so eine traurige Gestalt hat. Lex mich am Arsch. Meine Güte. Ezra Miller als The Flash finde ich völlig daneben. Der ist ja völlig Banane, ist ja den ganzen Film über so. So dieses, ich bin so lustig, ist das alles toll. Ey, der ging mir... In den 5 Minuten, wo ich gesehen habe, ging der mir 8 Minuten auf den Arsch. Also ganz ehrlich. Und der einzige Lichtblick in dem Film war Gal Gadot. Wenn die lächelt, dann ist erstmal vorbei. Dann gucke ich auch den Rest. Aber J.K. Simmons als Commissioner Gordon. Hey, ganz ehrlich. Also ich habe J.K. Simmons, großartiger Schauspieler. Ich mag ihn sehr. Als Commissioner Gordon geht in meinen Augen überhaupt gar nicht. Und warum geht das gar nicht? Weil er in den alten Spider-Man-Filmen, und wenn ihr mich gerade sehen würdet, ich gestikuliere hier mit Hand und Fuß, was mich so aufregt. Der hat in den alten Spider-Man-Filmen, war er wer? Na? Keine Ahnung. Ach komm. In den alten Spider-Man meinst du in den... Ja. Tobey Maguire Spider-Man-Film. Da war der Tobey Maguire Spider-Man. War der nicht der Chef von der Zeitung oder so? Genau. Ja, genau. So. Und du kannst doch nicht so einen brutalen Wechsel da drin haben. Du, also. Das. Das.
Aber das Spider-Man ist Jonah doch Marvel Jameson, und ja? Das ist doch J. DC, Jonah oder? Jameson? Ja, aber ja klar, aber du kannst doch nicht von Marvel zu DC wechseln und dann aber eine solche Rollen von... Oh, nee. Ja, ich fand auch, also an Justice League, da hat irgendwie gar nichts gepasst. Also, ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Also ich habe es mir echt vorgenommen, ihn anzuschauen. Wann ich es schaffe, weiß ich noch nicht. Auch weil Amy Adams mitspielt, die finde ich eigentlich ganz gut. Nur die paar Minuten, wo ich gesehen habe, leck mich am Arsch, was hat DC sich dabei gedacht? Also das ist doch kein Film, den du gegen die Marvel-Filme in Konkurrenz stellst. Jetzt mal ganz im Ernst, diesen Trauerkloß-Batman, also oh, ich habe nur eine Waffe. Oh, ich kämpfe mit Aliens. Oh, ich rede immer so. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, hey, leck mich doch am Popokalipedel langsam. So eine gequirlte Scheiße in diesen 5 Minuten. Entschuldigung. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, DC, was denkt sich DC, wenn sie so einen Film raushauen? Zack Snyder. Ja, was denkt der sich bei so einem Film? Warum kommen da solche Sachen raus? Und es gibt doch, DC gibt so viel her. Ey, also, ganz ehrlich, Suicide Squad war, durchwachsen. Wonder Woman war ein cooler Film. War ein absolut cooler Film. Kann man nicht sagen. Aber hey, Leute, nochmal. DC versucht das gegen das Marvel-Universum zu stellen, weil es muss ja irgendwo dieses andere, oh, wir können das auch. Hey, lass es. Bevor es scheiße ist, lass es. Ganz ehrlich. Ich habe gerade geschaut. Ich habe hier im Kinocast noch gar nicht über Justice League gesprochen, weil ich fand das nämlich genauso. Da kam ja Suicide Squad, kam irgendwie relativ nah beieinander, ne, irgendwie zeitlich ja, gesehen, irgendwie, oder? Ja. Und ich fand ja den Suicide Squad gar nicht mal so schlecht. Ich habe ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen verwechselt, Suicide Squad und Justice League. Ich habe dann irgendwann mal Justice League, dachte ich, Moment, das war nicht der Film, den ich gesehen habe. Und dachte ich, Moment, der ist ja scheiße. Moment, der ist ja scheiße. Weil der lief nämlich jetzt auf Sky und da hatte ich nämlich auch nochmal reingeguckt. Dachte ich, boah, Moment, was ist denn das für ein Mist? Also, Effekte. Und dann, darf ich auch was sagen? Dann läuft das alles auf diesen einen Bösewicht zu, der einfach völlig lächerlich ist. Dieser Typ da. Also, was soll ja, das? Und dann hantieren die mit diesen Tesseract, ne, das sind ja keine Tesseract, sondern das sind ja dann die Steine von den Transformers. Damit hantieren die dann auch noch rum. Also auch noch so eine völlig banane Idee. Und auch nochmal, Batman vs. Superman war auch okay, war jetzt kein so Granatenscheiß oder sowas. Und die Superman-Filme, Man of Steel und so waren, ja, kann man mal anschauen. Hey, aber Justice League, diese 5 Minuten, und ich beziehe es wirklich nur auf 5 Minuten, ich möchte es nochmal betonen, ich habe noch nicht mehr gesehen und reg mich schon so auf. Ey, Kate wollte was sagen. Ich wollte sagen, dass du ja jetzt zum Glück weißt, dass Ezra Miller auch ein guter Schauspieler sein kann. Der spielt nämlich auch bei Fantastische Tierwesen 2 mit. Nein, der Typ hat nur ein Gesicht. Genau, das ist irgendwie der offizielle Nachfolger von Vin Diesel. Eine Mimik wie ein Kühlschrank. Das stimmt doch gar nicht. Du kennst Ezra Miller auch. Das stimmt gar nicht. Du kennst Ezra Miller auch aus einem meiner Lieblingsfilme. Ja, The Perks of Being a Wallflower. Richtig. Weiß. Ja, genau, ich weiß. Und da ist er ganz anders. Genauso ja, wie in Fantastische Tierwesen ist er auch eine komplett andere Rolle. Ja, aber er hat einen Gesichtsausdruck. Mehr hat das er nicht. Damit passt nicht. Er perfekt zu Zed Eggfleck. Also, das grausam gecastet. Also, wenn Gal Gadot nicht dabei wäre, ey, der Film wäre ja völlig. Und das nur 5 Minuten. Wie gesagt, der dauert. Wie lange geht der? 2 Stunden, schlag mich tot. Ey, bin gespannt. Also ich bin echt gespannt. Ich frage mich ja auch, als ich hier Justice League da reingeschaut hatte, da habe ich mich auch gefragt, warum, also dieser Flash ging mir auch auf den Zeiger und ich habe mich gefragt, warum nimmt man nicht den aus der Serie? Ich finde den ja total sympathisch irgendwie, vielleicht bin ich der Einzige, weil da gibt es ja auch diese Crossover mit Arrow, was ich ja auch geguckt habe und so. Ich fand ihn echt sympathisch. Warum nimmt man den nicht? Mensch, der ist doch etabliert als Flash. Warum, was soll das? Warum nimmt man da einen neuen Flash? Muss das sein? Und ich meine, hey, Ben Affleck als Batman, das geht ja gar nicht, ey. Vor allem nach den Performances von Christian Bale als Batman, da kannst du nur verlieren. Also, und dann gerade Ben Affleck zu nehmen, also, pah. Ja, also wie gesagt, es ist für mich wirklich dieses, so ein bisschen dieses Verschenkte, wie du es auch gesagt hast, der Bösewicht ist da auch aufgetaucht und hat dann diesen war der schon in 5 Minuten da? Ja, der war auch, das war ja dieser Kampf gegen Aquaman. Und
Ich fand das ja großartig, weißt du, dann haben sie die ja und was ist Szenen und denkst dir, oh, das haben sie cool gemacht, schöne Effekte, aber wenn er sich dann mit seiner komischen Freundin, die da völlig unverzehrt da steht, so, oh, du siehst aber auch nicht mehr gut aus, dann natürlich in einer Luftblase, weil sonst versteht man sie ja nicht. Und dann klaut dieser komische Bösewicht, klaut diesen DC Allspark, also den es auch bei den Transformers gibt. Ah, und jetzt kommt ja, als nächstes kommt ja Aquaman ins Kino, ne? Und ich habe ja die Trailer gesehen. Also ich habe die Trailer gesehen und habe gedacht, oh, das könnte eventuell sogar was werden. Und man sollte sich's eigentlich anschauen, weil Dolph Lundgren spielt mit. Ja, das ist eigentlich, wenn man schaut, also besetzt ist er ja großartig. Nicole Kidman ist auch dabei und Willem Dafoe ist dabei und alles. Und ja, jetzt kommen die Nächsten und sagen, oh, Willem Dafoe war aber auch bei Spider-Man. Ja, natürlich war Willem Dafoe auch bei Spider-Man. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass Willem Dafoe einen prima Joker abgeben würde. Ganz ehrlich. Also wenn man sich das anschaut, oh, ich ja, glaube, das wäre eine echt extrem gute Besetzung für einen Joker. Aber das sei mal dahingestellt. Haben sie damit, weil der Vulko spielt. Ich habe jetzt echt ein bisschen Schiss vor dem Film und ich glaube, das ist jetzt der Grund, warum ich nicht in Aquaman gehen werde. Obwohl ich den Trailer eigentlich ganz okay fand. Ich finde ihn nicht okay. Ich habe ja die Serie Entourage geguckt und da hat man halt irgend so einen, man muss den Superheldenfilm nehmen, über den man redet. Das ist ja so eine quasi wie so eine echte Clique, die da in Hollywood lebt, ja. Und die haben sich da den absurdesten Superhelden genommen, den sie finden konnten, und haben gesagt, da wird ein Film gedreht und haben Aquaman genommen für die Serie. Und da gibt es halt einen Aquaman-Film, weil sie dachten, okay, niemand wird einen Aquaman-Film jemals machen. Aber jetzt haben sie anscheinend doch gemacht. Ja, super. Also ganz einfach kurz, und jetzt haben wir, glaube ich, am längsten über den 5-Minuten-Ausschnitt von Justice League gesprochen. Ich werde ihn mir anschauen. Ich hoffe, dass ich es diese Woche schaffe. Und dann gibt es in einer der nächsten Sendungen da nochmal hoffentlich weniger aufgebracht. Weniger Bash. Ich möchte mich ein wenig entschuldigen, aber es hat mich echt genervt. Und ich finde das echt schade. Weil man auf solchen Sachen wirklich was machen kann. Und dann erinnere ich mich noch an, um es mal auch noch mit reinzubringen, an Worte von Stan Lee, der ja letzte Woche Montag leider gestorben ist. Der hat mal bei einer Pressekonferenz gesagt, die DC-Filme wären alle viel besser, wenn DC ankündigen würde, dass Stan Lee einen Cameo-Auftritt darin hat. Obwohl es gar nicht so ist. Dann würden alle davor hocken und sich angucken und so, oh, wann kommt er? Dann wären sie wahrscheinlich besser, die Filme. Das hat Stan Lee gesagt. Dann kann ich ihm eigentlich aktuell nur recht geben. Gibt es eigentlich bei DC auch so eine Person wie Stan Lee bei Marvel? Irgendwie so ein Mastermind dahinter irgendwie? Kennt man da was? Nicht, dass ich wüsste. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Mein Kleiner, der guckt ja immer gern diese Lego-Filme und da haben wir so DVDs, da gibt es zum Beispiel auch von Lego Justice League, also Gerechtigkeitsliga heißt das da im Deutschen, ne? Und ja, die sind echt nicht schlecht. Also jetzt mal, es ist halt Lego, ne? Aber die sind halt nicht gebunden an irgendwas und da sind keine Schauspieler in dem Sinne, die sind cool gemacht und cool synchronisiert und da sind tolle Witze drin. Die nehmen sich auch selber nicht so ernst, ein bisschen auf die Schippe und so, das ist echt lustig. Also der hat da so 2 oder 3 DVDs. Lego Gerechtigkeitsliga. Kann ich mal empfehlen. Vielleicht gibt's. Warte mal, ich guck mal hier bei Wer streamt es? Vielleicht gibt's das irgendwo. Wer streamt es? Nach was sucht man da? Nach Lego? Chris, geht's dir jetzt besser, wo du deinen Frust rausgelassen hast? Lego Friends. Nee. Lego Friends. Sag nichts gegen Ezra Miller. Lego. Ezra, ich habe nur einen Gesichtsausdruck Miller, doch. Oh, Mann! Lego, oh, hier gibt es so Google viele. Google mal, Lego. Bildersuche Ezra Miller. Lego Batman Movie. Ich finde es jetzt nicht. Ich finde es leider nicht, aber ja, einfach mal in dem Streaming-Dienst, den ihr nutzt, vielleicht mal schauen. Ach, hier Lego, nee, Marvel Superhelden gibt es auch, Lego. Nee, dann machen wir einfach mal weiter. Wir sind jetzt mit den Filmsachen soweit durch, ja, die 5 Minuten. Dann schauen wir doch mal, was so Neues im Kino anläuft und was da gerade so in den Charts vertreten ist hier in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. Mal schauen hier. In Stuttgart Platz 10, Die Unglaublichen 2. Platz 9, Nur ein kleiner Gefallen. Platz 8, Der Vorname. Platz 7, Halloween. Platz 6, Aufbruch zum Mond. Kann also nicht mehr in das Nie kommen. Platz 5, 25 km/h. Platz 4, Johnny English, Man lebt nur dreimal.
die 3, der Nussknacker und die 4 Reiche. Platz 2, Bohemian Rhapsody. Und Platz 1, Fantastische Tierwesen. Grindelwalds Verbrechen. Ha, Platz 1, Hammer. Und diese Woche laufen folgende Filme an. Der von uns heute besprochene Verschwörung von Stieg Larsson, von Feder Alvarez mit Claire Foy und Sylvia Hoeks. Cold War, der Breitengrad der Liebe. Eine tragische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges im Takt von Jazz und polnischer Volkslieder. Anime, The Seven Deadly Sins, Prisoners of the Sky. Müssen die Seven Deadly Sins das Reich der Himmelsflügler vor Dämonen bewahren. Kennt das jemand irgendwie? Nee. Nein. Ist auch nicht so sattelfest. So viel Zeit. In der Verfilmung des Romans von Frank Gosen schlüpfen Jan-Josef Liefers und Jürgen Vogel in die Rolle von Altrockern, die sich an ein Comeback wagen. Der Mann, der Weihnachten erfand. Wie hat Charles Dickens seine Weihnachtsgeschichte erfunden? Das zauberhafte Biopic erzählt den Schaffensprozess als weihnachtliches Abenteuer für die ganze Familie. Mit Christopher Plummer und Jonathan Pryce. Na, nicht schlecht. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Eifersucht und Geschwisterliebe im philosophischen Coming-of-Age-Drama von Philipp Gröning erlebt ein Zwillingspaar seine letzten gemeinsamen Tage im Sommer. Der Dolmetscher. Eine Tragikomödie mit dem Toni Erdmann-Darsteller Peter Simonischek als Sohn eines verstorbenen SS-Offiziers, der Besuch von einem slowakischen Holocaust-Überlebenden erhält. Der läuft nicht an. Das läuft bei uns an. Murer, Anatomie eines Prozesses. Ein Gerichtsdrama um den Prozess gegen den als Schlächter von Vilnius beschriebenen Franz Murer, der 1963 freigesprochen wurde. Okay. Naja, ich denke mal, von denen hier ist wahrscheinlich Verschwörung der Film, der am ehesten reinziehen wird, gerade auch mit dem Marketingaufwand, der da getrieben wurde, oder was meint ihr? Ja. Ja. So, oder? Na, nachdem ihr da so umfangreiche Meinung dazu habt, hier, dann gucken wir doch lieber mal in den Serienbereich. Entschuldigung. Ich bin immer noch zu aufgebracht. Ja. Batman. Ach ja, wenn wir einmal im Serienbereich sind, auf TNT-Serie läuft immer noch Batman. Auch die alten, die sind echt cool. Batman. Jetzt habe ich, wenn ich da reinzapp, bleibe ich immer hängen. Und mittlerweile habe ich alle so sehr genervt, dass sie mittlerweile sogar mitgucken und sich freuen. Oh, der Riddler. Oh. Kate, du hast die Serie geguckt. Ja, die ganze Serie? Ich habe da auch schon reingeschaut. Ich weiß nicht, ob ich schon darüber erzählt habe. Spuk in Hill House. Genau, Spuk in Hill House. Es geht, also diese Serie switcht zwischen zwei Zeiten. Also einmal zwischen der Zeit, wo die Eltern mit ihren 5 Kindern in dieses Haus einziehen, um das zu renovieren und dann wieder für mehr Geld zu verkaufen. Also das ist so der Hauptjob von den Eltern, die kaufen irgendwelche Häuser ein oder Wohnungen und richten die wieder her und in der Zeit wohnen die dort. Und die haben eben 5 Kinder, 2 Jungs und 3 Mädchen und während dieser Zeit, wo sie da leben, passieren sehr, sehr seltsame Dinge. Also auch solche seltsamen Dinge, die sie dann auch ihr ganzes Leben begleiten. Und das ist ja quasi der zweite Teil dieser Serie, es switcht immer hin und her zu der Zeit, wo sie jetzt erwachsen sind. Sie haben selber Kinder, also zumindest das eine Mädchen hat 2 Kinder, jeder geht irgendwie so seines Weges. Der eine Bruder, der hat ganz schöne Drogenprobleme. Die kleinste Schwester hat auch irgendwie immer psychisch Probleme. Und und alle müssen damit leben, dass sich ihre Mutter in diesem Haus umgebracht hat. So, das ist die Kernstory. Und jetzt geht es halt darum, was ist zu diesem Zeitpunkt wirklich passiert? Ist dieses Haus, wie man sagt, tatsächlich verflucht oder spukt da wirklich? Ist das alles nur Einbildung? Hat die Mutter Selbstmord begangen oder nicht? Was steckt hinter diesen ganzen Geschichten und diesen ganzen eigenen Erlebnissen, was sie als Kinder dort hatten? Und das wird halt, finde ich,
von Folge zu Folge immer gruseliger. Also ich find's jetzt nicht so mega gruselig oder nicht so mega krass wie jetzt zum Beispiel American Horror Story, diese Anthologieserie. Aber ich finde es ist schon spooky gemacht, weil gerade in diesen Szenen, wo sie Kinder sind, da gibt es eine Szene, da sitzen sie am Esstisch in der Küche und reden einfach nur und essen ihr Müsli. Und wenn man dann genau hinguckt, im Hintergrund ist so ein, eine Glasfläche und in der spiegelt sich quasi die Gegenseite. Und da sieht man halt, wie seitlich ein Geist zuguckt. Aber du musst wirklich bewusst hinschauen und nach diesen kleinen Dingen in der Serie auch manchmal suchen, weil es ist immer irgendwo was. Entweder springt es dich an und die träumen davon oder sie erleben das oder glauben es richtig zu erleben oder glauben es zu träumen. Oder es ist halt irgendwo im Hintergrund. Das ist schon, finde ich, ganz fies gemacht. Ich fand die Serie jetzt nicht so überragend gut. Also sie hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Aber es war mal was anderes. Ich fand, es war wirklich mal eine ganz andere Geschichte und auf eine sehr, sehr spannende und gruselige Weise erzählt. Und das Ende, wo dann quasi alles zusammenführt, wo dann alles auf eine Erklärung rausläuft, macht dann auch Sinn. Und wir haben hier nicht lauter lose Fäden am Ende, wo du nicht weißt, was ist jetzt damit, sondern es läuft alles wirklich am Ende zusammen. Das hat jetzt die Serie für mich wiederum gut gemacht, weil es passiert so oft, dass man am Ende so viele Fragen hat und ich weiß ja nicht, ob's da weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch eine zweite Staffel gibt, weil die Geschichte dieses Hauses ist erzählt. Keine Ahnung. Ich hab's gar nicht so weit geguckt. An sich ganz cool. Also zu Ende habe ich es nicht geguckt, ich habe irgendwie zwei Folgen geguckt, für Fortsetzung folgt. Hat mich jetzt nicht so mitgerissen, dass ich gesagt hätte, ich muss das jetzt weiter gucken. Hat sich halt auch so ein bisschen gezogen und es ist ja jetzt schon, ich meine, die Geschichte ist jetzt auch nicht neu. Die wurde schon mehrfach verfilmt. Es gab mal einen Film, der hieß Bis das Blut gefriert. Dann gab es ja das Geisterschloss und das sind alles so... Ja, aber das ist alles anders. Ja, das ist von der Grundstory her anders. Aber klar, es gibt immer irgendwelche verspuchten Häuser und verbuchten Schlösser. Ja, klar. Aber die Story, dieser Bezug auf diese Kinder, die Räume, die Geschichten hinter diesen Geistern, also das eine kleine Mädchen sieht immer die Frau mit dem krummen Hals. Das gibt nachher alles Sinn. Also es wird nachher alles erklärt. Und das ist auch der Junge, der in dem Baumhaus oder das Mädchen im Wald immer sieht. Das ergibt nachher alles Sinn. Das ist wieder so eine Serie, da geht halt jede Folge 60 Minuten, eine Stunde. Ja. Das heißt, die muss mich am Anfang schon so mitreißen, dass ich sage, okay, ich will jetzt da wirklich die weiteren 8 Stunden oder 10 Stunden noch gucken in der Staffel. Und das hat sie einfach nicht bei mir. Weil das ist mir dann einfach zu viel. Ich habe mich auch schwer getan, aber ich gucke dann nicht einfach bloß, halt, um irgendwie zu gucken, sondern das muss mich dann schon so mitreißen, dass ich sage, okay, ich investiere die 10 Stunden noch, ich will das jetzt noch wissen. Ja, sagen wir so, ich habe die geguckt, da war ich krank zu Hause. Ne? Also ich bin auch bei einer Folge mal eingepennt, aber das tue ich der Krankheit zu Schulde, ja. Da habe ich dann einfach nochmal die Folge. Ich würde ja nicht bei so einem Film geguckt. Einpennen, ey. Das ist ja gefährlich dann, dass du da träumst. Ich fand die Serie nicht hammergeil, dass ich jetzt sage, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt noch die letzte Folge gucken oder die nächste Folge gucken, sondern ich fand sie schon spannend. Ich wollte wissen, worauf sie hinausläuft. Ich wollte wissen, ich war schon so ein bisschen angeteasert, dass ich schon wissen wollte, wie es endet. Und deswegen habe ich es zu Ende geguckt. Und ich bin auch froh, dass ich es zu Ende geguckt habe. Ob ich sie mir nochmal angucken würde von vorne? Nein. Vielleicht würden mir noch ein paar andere Geister auffallen oder was weiß ich. Klar, warum nicht? Aber die Story ist jetzt erzählt und sie ist gut erzählt. Gerade mal geschaut. Aber also ich gucke es mir nicht nochmal an. Ich habe 7 von 10 gegeben bei uns. Damals, die anderen lagen alle höher, also 8,5, 7,5, 8. Ja. Also mit der ganzen Staffel im Rücken würde ich hier eigentlich auch so 7 geben. Ja, da gab es schon eine Folge, die einig. War sehr zäh, aber... Sind wir uns da einig? Ja, aber ich glaube, ich finde sie noch positiver wie du, weil ich sie jetzt bis zum Ende geguckt habe. Ich glaube, wenn ich jetzt diese Woche viel zu tun gehabt hätte mit Arbeiten oder nächste Woche muss ich auch viel arbeiten, da
hätte ich wahrscheinlich keine Lust. Dann brauche ich irgendwas, was nebenher plätschert. Da gucke ich noch mal zum, was weiß ich, zum 10. Mal irgendwie Criminal Minds nebenher, ja, beim Kochen oder was weiß ich. Das muss einfach tröpfeln. Da brauche ich nicht was, wo ich jetzt nachdenken muss, wo ich mit drin bleiben muss, weil ich es nicht kenne. Da brauche ich einfach was zum Runterkommen abends. Ne? Habe ich eine sehr empfehlenswerte Serie für dich. Welche? Die heißt Neighborhood. Oh Gott. Wieso, was ist denn hier? Oh Gott. Klingt furchtbar. Die ist super. Die ist so lustig. Läuft die? Da zieht ein weißes Paar in eine schwarze Nachbarschaft. Oh, lustig. Und ja, es ist einfach herrlich. Ich will mir nicht zu viel verraten. Sind wirklich läuft die schon irgendwo? Sehr, sehr gute Darsteller. Ich guck mal, ob es die schon hier irgendwo im Stream da gab. Oder ob wir da irgendwie Rezensions hätte ich davon gehört, weil ich gucke ja auch sowas wie Modern Family und so. Was ich übrigens immer noch sehr feier. Und ich hoffe, dass jetzt die nächste, also die auf Sky gibt es bei Modern Family schon Staffel 8 und 9. Aber nur bei Netflix noch nicht. Okay. Und wenn ich bei Sky sage, alle aufnehmen, damit ich die 8 und 9 auch kriege, dann nimmt er mir halt alles auf, weil die laufen ja in anderen 6 Staffeln vorher, laufen ja auch den ganzen Tag. Ja. Okay, ich habe noch ein was gesehen gehabt. Jetzt muss ich die Stimmung wieder ein bisschen drücken. Das ist aber keine Serie in dem Sinne. Aber es läuft halt auf Netflix. Und Netflix ist ja auch bekannt durch sehr, sehr gute Dokumentationen, die sie machen. Und es gab ja diese von Utoya, die du schon erwähnt hattest, auf Netflix. Und es gibt auch eine dreiteilige Doku-Reihe, die nennt sich 13. November, Angriff auf Paris. Und weil das jetzt auch gerade zeitlich ein unglückliches Jubiläum feiert, muss man so sagen, dachte ich mir, ich spreche das auch mal an. Ich habe das gesehen gehabt, die 3 Folgen, und die nehmen einen wirklich extrem mit. Also es ist halt bei Netflix, bei den Produktionen, ist halt nicht so wie bei irgendwelchen ZDF-Guido-Knopf-Produktionen, dass halt irgendwas nachgestellt wird oder dann spielen halt irgendwelche Personen, sondern die haben halt wirklich live oder richtige Bilder, Aufnahmen, Handykameras, sonst was alles und bauen das dann halt so Stück für Stück zusammen und haben halt auch Nachbetrachtung, lassen die viele Personen zu Wort kommen, die zum einen damit beteiligt waren und zum anderen vielleicht auch jemanden verloren haben in der Zeit, und das nimmt einen ganz, ganz extrem mit. Also, und man erfährt auch Sachen, gerade mit dieser zeitlichen Abfolge, die man dann vielleicht gar nicht so erfasst hatte damals, als das so war. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass in dem Bataclan, wo die Terroristen dann auch eben eine Schießerei veranstaltet hatten, dass es dann auch so eine lange Geiselnahme noch gab, wo wirklich so 13 Geiseln oder so gehalten wurden über eine längere Zeit, die eigentlich schon mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, und ein paar davon, die überlebt haben, kommen dann auch zu Wort und so, und die beschreiben das alles, wie das war, und das ist alles auf so eine realistische Art und Weise extrem furchtbar, was man da sieht und was auch so dargestellt wird. Vieles wird ja nur beschrieben, aber das nimmt dann halt extrem mit, weil man weiß, dass das wirklich so gewesen ist, und das ist halt kein Film oder sowas. Einfach mal anschauen, 13. November, Angriff auf Paris, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gut gemachte Doku-Reihe. Auf Netflix. Netflix, ja. Hm. Okay, dann gucken wir doch mal in etwas erfreulichere Richtung, oder Chris? Gerne. Games? Games. Jawohl. Und ja, fang du doch mal an, Chris. Ich kann auch gar nicht so arg viel sagen, aber in dieser Woche war jetzt endgültig der offizielle Release von Battlefield 5. Spielt ja im Zweiten Weltkrieg diesmal. Ich bin ja auch eher so einer, wo sagt, immer diese historischen Sachen so, na, dann mache ich doch lieber irgendwelche Fantasie-Kriegsspielchen in dem Fall, weil es einfach, ja, historisch nicht so belastet ist. Ist ja auch mit der Grund, warum ich mein PC ein bisschen aufgerüstet habe. Und die ersten paar Minuten, ich habe es online, den Multiplayer, noch nicht geschafft reinzuschauen. Ich habe jetzt nur mal das Intro und so weit gespielt. Und ich war schon beeindruckt. Also es sieht verdammt gut aus. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Und von der Physik her scheint es auch relativ cool zu sein. Ich bin wirklich gespannt, ob alles Positive, was ich schon drüber gehört habe, ob sich das auch bestätigt. Auch da hoffe ich, in der nächsten Woche mehr dazu sagen zu können. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, aber noch lange nicht so angefixt wie immer noch von Red Dead Redemption 2, wo ich immer noch durch den Wilden Westen reite, und das stundenlang. Und ja,
jetzt auch Schatzsuche mache und was weiß ich was. Und der ich große Konkurrent, ja, du hast geholfen, oh. Muss man sagen. Und ja, es geht nämlich. Man kann mal alles auf der Karte und alles anschauen. Aber der große Konkurrent von Red Dead Redemption ist ja jetzt auf dem Markt, ne? Ach so, meinst du jetzt was Fallout? Was Spiel des Jahres angeht. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob die da in derselben, in demselben Klientel wildern, meinst du? Ja, es ist Open World, es ist, ja, du kannst viel craften, es ist schon, geht schon in ähnliche Richtungen. Ist es auch quasi, nee, bei Red Dead Redemption ist da eher so Singleplayer, oder kannst du da Leute treffen, die auch gerade dort auf dem Server sind, oder? Gibt auch ein Dingsen, ein Multiplayer online, ja. Ah, okay. Ja, ich spiele jetzt Fallout 76 seit dem Tag des Releases, beziehungsweise sogar schon ein bisschen vorher, weil die PC-Server, die haben sie irgendwie vorher freigeschaltet und ich habe da gerade zufällig, ich habe das alles runtergeladen gehabt, muss ja diesen Podesta.net irgendwas installieren und sowas hatte ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Ne? Bis jetzt habe ich alles immer über Steam und Origin und sowas abgefahren. Ja, dann hatte ich mir das runtergeladen, dann wollte ich mal gucken, dachte ich mal gucken. Und dann ging es auf einmal schon. Da habe ich ja, okay, war ich aber irgendwie noch fast alleine. und aber, ja, Fallout, also wer Fallout an sich, wer Fallout 4 kennt, das ist ja ähnlich, das Fallout 76, bloß dass halt hier die anderen Personen, die auch noch mit auf der Karte sind, die riesig ist. Also das im Vergleich zu, wer dachte, Fallout 4 wäre schon riesig gewesen, die Map, die ist hier noch mal zigmal größer und man startet halt in diesem Vault und da ist dann noch so ein bisschen so eine Feierkulisse, weil die feiern dann irgendwie so und so vielen Jahrestag und sowas und dann wird man halt raus entlassen, man soll halt als einer der ersten die Welt wieder besiedeln nach diesen nuklearen Angriffen, also man ist ja in diesem Vault, um sich da zu schützen vor den atomaren Angriffen. Und man gehört zu den Ersten, die wieder rauskommen. Das heißt, es spielt zeitlich weit vor Fallout 4. Also man gehört zu den Ersten, die dort entlassen werden. Und man muss halt wirklich dann, es gibt halt da nicht, noch nicht so viel. Also es gibt nicht diese Raider oder sowas, die man kennt. Das, was man häufig in Kritiken liest, so, ja, die Welt ist total leer, man sieht hier überhaupt niemanden, keine Non-Playing-Characters und sowas. Finde ich gar nicht. Es gibt leider viel zu viele. Es gibt einen sogenannten, wie heißen die, Verbrannte oder so ähnlich. Das sind wahrscheinlich sowas ähnliches wie das, was früher die Raider waren. Das sind halt einfach so wie, ja, so, die sehen total verkohlt aus, haben aber teilweise Waffen und schießen auch und sowas. Und dann gibt es natürlich auch alle möglichen Mirelorks und was nicht alles. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, was einen da irgendwie bekämpft und total kuriose Viecher. Und ich bin halt eher so dieser Singleplayer-Typ. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht, da haben sich mittlerweile schon so kleine Grüppchen gebildet, die dann zusammen irgendwelche Raids oder durchführen oder Events machen. Da bin ich nicht dabei, ich mache mein eigenes Ding und habe da, ich mache da die Mission. Es gibt ja jede Menge Missionen für Singleplayer. Also Erik hat keine Freunde. Nö, das nicht, ich mag das bis einfach nicht. Mich da von irgendwelchen anderen abhängig zu machen, dass die dann mal online sind oder sowas, da mache ich das lieber selber. Und ich bin jetzt mittlerweile auch schon so hoch gelevelt, dass er manchmal Leute, wenn ich da irgendjemand treffe oder so und ich sehe, oh, der hat nichts, dann schenke ich dem mal ein paar Knarren, da freut er sich und so. Das, ja. Und das Coole ist jetzt, das Coole und gleichzeitig auch der Wermutstropfen, weil was ich beim Fallout 4 sehr gemocht habe, ist dieses, ja, das Bauen. Ja, ich habe manchmal überhaupt keine Missionen gemacht, habe einfach nur meine Basis irgendwie ausgebaut, irgendwie Sachen gelootet, dann wieder zurück zur Basis und da weitergebaut, irgendwelche Sachen und da halt richtig schöne Häuser und Siedlungen gebaut und alles Mögliche da rein und ausgestattet und so. So ein bisschen wie Sims für Erwachsene hier. Und ja, das hast du halt hier nicht, weil hier trägst du halt deine Basis, deine Werkstatt immer mit dir rum und kannst sie überall aufbauen und kannst dann auch dieses Haus als Blaupause speichern. Das heißt, wenn du da gebaut hast, dann baust du es halt an der Stelle gerade wieder auf, wo du gerade bist und wo du das bauen möchtest und hast dann halt alles dabei, deine Waffenwerkbank, deine Rüstung und alles. Hat natürlich den Vorteil, dass halt wirklich bei diesem riesigen Gelände, du musst nicht immer wieder zurück zu deiner Werkstatt, um da irgendwie die Waffe zu verbessern, sondern du hast halt alles gleich dabei. Das ist einerseits ganz gut, aber es entfällt halt dieses, jetzt hänge ich da mal noch ein Bild auf und lege da mal ein Teppich hin und sowas. Aber mir macht es großen Spaß. Ich war jetzt jeden Tag da drin und
mache da so meine Missionen durch, die teilweise ganz schön knackig sind. Na. Ja, aber macht Spaß. Und dieses, ich habe sogar schon mal so ein Kopfgeld bekommen. Also da hatte jemand, man kann ja, wenn man in Kampf, wenn man jemand anders bekämpfen möchte, dann schießt man den an und dann macht das erstmal so ganz wenig Schaden nur. Und dann kann der sich entscheiden, macht er mit oder macht er nicht mit. Wenn er nicht mitmachen will und der andere macht aber weiter, dann kriegt er irgendwann so ein Wanted-Zeichen und dann ist er für alles sichtbar. Und wenn man sich den dann holt, kriegt man ein schönes Kopfgeld. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das macht Spaß dann. Gerade wenn man jetzt schon einen etwas höheren Level hat und der das Wanted-Zeichen hat, hat einen relativ niedrigen Level. Da braucht es auch nicht viel. Ja, also mir macht es Spaß. Auch die Gegend sieht herrlich aus. Sind viele coole Einfälle drin und dadurch, dass es auch online ist, können die natürlich auch viel da irgendwie was Neues reinmachen. Und der Fotomodus ist lustig. Da kann man halt irgendwelche Fotos machen und dann speichern. Ach, das macht Spaß. Also Fallout 76, glaubt nicht den vielen Hatern, die es gibt. Davon haben, glaube ich, viele das gar nicht richtig gespielt oder nur mal so reingetestet. Ist, glaube ich, für jeden ein bisschen was dabei. Ist jetzt noch, ja, ein bisschen entfernt von der Perfektion, aber es ist halt ein Online-Spiel, das heißt, da kann ja noch viel kommen. Jetzt für den Montag, für den 19. ist auch ein Patch angesagt. Da wollen sie dann einiges noch verbessern. Und ja, mal gucken. Ja, also wer es auch spielt, kann sich ja mal melden. Vielleicht wäre ich dann sogar bereit, mein Single-Dasein aufzugeben. Also muss jemand sein, der irgendwie zu meinen Zeiten spielt. Ich habe gerade überlegt, ob ich es vielleicht auch, aber dann kommst du mit, ich spiele es alleine oder ich spiele alleine. Nee, du kannst gern mitmachen. Ich kann dir Knarren geben ohne Ende. Das wäre richtig coole Sachen. Du hast jetzt das Red Dead Redemption. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Ja, genau, das ist halt eine Zeitfrage. Ich habe mir blöderweise vor 2 Wochen habe ich mir Skyrim gekauft. weil das gab es irgendwie günstiger. Ah, ja. Und da ist ja sehr cool und so. Also es liegt jetzt auch erstmal. Ja, ist halt so, ne? Kann ich vielleicht später irgendwann nochmal rein. Also gab es Skyrim irgendwie mit HD-Upgrade, irgendwie mit besseren Texturen und sowas. Und kannst halt wirklich, dann sieht richtig geil aus. Naja, aber jetzt Fallout 76, West Virginia. Und Mount Mama. Ja, kam ja sogar in dem Trailer zum Spiel, kam das Lied. So schön nachgespielt. Kam echt gut. Ja, coole Sache, Fallout 76. Ja, was haben wir denn noch so für Themen hier? Also im Briefkasten ist wieder mal nichts eingegangen, keine Kommentare. Nee? Komisch. Leute, was los? Ist bei dir irgendwas eingegangen? Ist das System kaputt? E-Mails? Nö, auch nicht. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal weiter, wer unsere Amazon Affiliate Links genutzt hat. Ich habe gerade eben schon mal die Seite aufgerufen. Ja, hat jemand Resident Evil 2 gekauft, aber das Ganze 3-mal. Einmal für den PC, einmal für eine Xbox One und einmal für PlayStation 4. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das soll. Also ob da jemand ein absoluter Sammler ist, der da. Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Wieso, Chris, hast du das gekauft oder was? Nein. Also hier hat jemand offensichtlich für 3 verschiedene Systeme sich Resident Evil 2 gekauft, irgendeine Uncut Edition. Ja, vielleicht spekuliert da jemand drauf, dass das irgendwie rar ist oder limitiert ist oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dafür den Link genutzt habt. Dann bereitet sich jemand offensichtlich auf irgendeine Hochzeit vor, weil da waren einige Sachen drin, zum Beispiel ein Pärchen Badeentchen mit Bräutigam und Braut als Badeentchen, dann Toilettenpapier Wedding Day, da ist quasi auf jedem Blatt ist da Bräutigam und Braut, ich weiß nicht, ob man sich damit unbedingt ein Popo abwischen sollte. Dann noch hier mal 2000 Rosenblätter gekauft, also offensichtlich auch für diese Hochzeit, dann Konfetti-Schmetterlinge, ja, dann, ich weiß nicht, ob das auch mit dazu gehört, so ein roter Button, wo man den man selber bespielen kann mit irgendwelchen Sounds. So ein Push-Button, den man irgendwo hinlegen kann und wenn man drückt, dann kommt irgendein Sound. Vielleicht ist das auch für die Hochzeitsfeier. Und dann, was, ich weiß nicht, ob das da auch mit dazu gehört, hat jemand eine aufblasbare Frauenpuppe bestellt.
Vielleicht für den Junggesellenabschied oder sowas, keine Ahnung. Okay. Oder natürlich, da wurde jemand stehen gelassen am Altar. Ja, das, du meinst, dass es zeitlich versetzt war, die Bestellung. Das erste diese ganzen Hochzeitssachen und dann könnte ja natürlich auch sein, ja. Wer weiß. Scheiße gelaufen. Ja, oder es heiratet jemand die Puppe. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen. Da gibt es so diese Puppen, die so wahnsinnig echt aussehen, die so richtig irgendwie hergestellt werden. Und ja, da kam was im Fernsehen auf dem ARD so. Und da gibt es welche, die leben quasi mit so einer Puppe, ja, und ziehen die auch an und gehen mit da raus und so. Also ganz kurios, also irgendwie war ganz seltsam. Ja. Okay, habe ich was vergessen? Nee, das waren sie alle. Ja, vielen Dank an alle, die sich hier wiedergefunden haben, die unsere Amazon Affiliate Links genutzt haben, um was zu kaufen und da eine kleine Provision an den Kinocast dafür abgeben. Ich habe heute was gepostet, sowohl in der Facebook-Gruppe vom Kinocast als auch auf Twitter. Es gibt eine coole Aktion von Fox. Da kann man Blu-rays bestellen bei Amazon. Und wenn man 2 Stück bestellt, man bekommt pro Blu-ray oder DVD so einen Gutschein. Und wenn man 2 bestellt, bekommt man eine Kinofreikarte, die man einlösen kann bis Ende April. Ja, das finde ich eine coole Sache. Also kann man zum Beispiel, Deadpool war dabei oder, also richtig coole Filme auch, nicht so ein Schrott wie manchmal da so bei solchen Aktionen, sondern gute Filme. Wer da sowieso was kaufen möchte, vielleicht jetzt für Weihnachten, kann da irgendwie Geschenke kaufen und kann für sich selber einen Kinogutschein bekommen und dann mal ins Kino gehen, irgendwas Cooles gucken. Finde ich eine gute Sache. Ja, habt ihr noch irgendwas? Nee. Nö? Nix? Nee. Kate ist schon weg, okay. Die ist gegangen, hat keinen Bock mehr gehabt. Echt? Nein, klingt so. Sag ich weiß mehr. Nicht, ich höre sie auch nicht mehr. Hm. Ist weg. Naja, dann, ja, liebe Hörer, wenn ihr noch irgendwas habt, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen auf kinocast.net. Ist ja in den letzten Wochen ein bisschen eingeschlafen. Schöne Geburtstagsgrüße an den Sneakpot. Die haben, glaube ich, jetzt am Samstag ihr, weiß nicht wie viel, das Jubiläum gefeiert. Liebe Hörer, kate@kinocast.net ist die E-Mail-Adresse von der Kate, chris@kinocast.net von Chris und eric@kinocast.net ist meine. Ansonsten findet ihr den Kinocast auf diversen Plattformen wie Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, überall, wo ihr möchtet. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche, geht viel ins Kino, guckt viele gute Sachen vor allem, lasst es euch gut gehen, zieht euch warm an, bis dann, tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast. Kate ist wirklich weg, oder? Keine Ahnung. Ich habe aber auch keinen Schlag gehört. Also ich glaube nicht, dass du Stuhl gehauen hat. Ich habe euch gehört, nur ihr nicht. Schreibt sie gerade. Ich habe euch gehört, nur ihr nicht. Ja, ja, ich habe euch gehört, nur ihr mich nicht. Jetzt hat es nochmal einen Drunne. Jetzt. Naja. Okay. So ist halt. Da ist wohl was ausgestiegen unterwegs. Kann sein. Passiert. Immer diese Technik hier. Ist ja furchtbar.